Hallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Outlast Whistleblower. Ja, wir sind hier noch... da oben kommen wir wahrscheinlich durch. In diesem Raum, in dem wir im letzten Part geflüchtet sind. Und wir kommen hier hoch, das ist schon mal sehr schön. Mit F, genau, konnten wir die Nachtsicht einschalten. We need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here, but then... We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has none in control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help is not without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. Aha. Let me make something clear. You try to radio outside your hell. I'm gonna give you a whole new something to be scared of. Are you threatening me? Yes. Oh. Puh, wir haben eine neue Nachricht, eine neue Notiz bekommen. Ein Funkgerät im Gefängnis. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lassen, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität, um deines Willens, Lisa, und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Okay, also wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach dem Funkgerät. So scheint es mir. Wir müssen ein bisschen auf die Batterien achten, ne? Wir haben immerhin nur eine von fünf. Deshalb kraxe ich jetzt hier auch im Dunkeln durch. Ich hoffe, ihr da draußen könnt was sehen. YouTube macht ja gerne die Videos immer noch ein bisschen dunkler. Vielleicht hätte ich die Gamma-Einstellung einfach ein bisschen anders stellen sollen. Na, gucken wir dann mal, wie das hier ankommt. So. Oh, verdammt, ist das Duster hier. Okay. Und wo geht's hier wieder raus? Verflucht. Ah, Moment, hier. Diese Kisten konnte man doch wegschieben. Willst du mit raus? Bitte, komm mit raus. Komm raus aus dem dunklen Loch. Wie man steht da neben mir. So, hinhocken war so, genau. Ich habe keinen Bock auf diesen Geist, wie auch immer der hieß. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir gefällt die Musik nicht. Oh, hier komme ich nicht lang. Oh, 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 oh. Hier auch nicht. Und hinter mir wurde auch, glaube ich, gerade die Tür zugemacht, oder? Da kommen wir auch nicht lang. Das heißt, wir müssen hier durch. Oh mein Gott. You're not security. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Huh. Okay.
Aua. Oh Mann, ey. Ich verstecke mich im Schrank. Das war immer cool. So, Notiz. Die Ärzte sind krank. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen. Habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute. Ermordete oder schlimmer. Ich habe einen Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptete, er sei ein Arzt, doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben, und änderte sein Gesicht, seine Geschichte. Sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Was? Er hätte entweder oder sein können? Er hätte halt der oder der sein können. Die sind alle verrückt, alle krank. Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht. Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Ja. Wer will das schon? Okay. Hier kommen wir nicht weiter raus. Ich weiß nicht, ob ich die Tür jetzt hier groß öffnen will. Oh, dieser blöde Geist schon wieder, ne? Ah, hier kommen wir aber nicht lang. Hier kommen wir nicht lang. Hier kommen wir nicht lang. Verdammt, verdammt, verdammt. So. Oh, fuck you. Fuck you. Okay. Ich kann ja die Kamera eigentlich auch mal ausmachen. Will ich hier lang? Ne, im Moment eigentlich noch nicht. Oh Gott, ey. La, 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 la. Die Musik macht es einem auch nicht leichter. Guck hier nach Batterien und so, ne? Ist schon klar, oder? Aha. I'm so good. Oh Gott. Oh, ehrlich, am liebsten würde ich hier schon wieder Schluss machen. Oh Mann. Also wir müssen wahrscheinlich echt hier durch dieses dunkle Kämmerchen. Aber kommen wir nicht durch, oder? Nee. Aber wo denn dann lang? Also zurück kommen wir hier nicht mehr, das ist klar. Mann, wer blickt denn hier so rum? Nee, hier hoch geht auch nicht. Ah, Moment mal. Vielleicht kann ich hier über diese Kisten da hoch oder so. Ach so, oder geht's hier raus? Nee, das bezweifle ich. Nee, sage ich ja. Hier geht es nicht raus. Moment mal. Mir kommt die Stelle hier gerade so bekannt vor. Oh, Entschuldigung. Das sieht aus wie der Ausgang aus dem ersten Teil. Hier hinter uns ist der Fahrstuhl auf jen, wo uns dieser Edward mit den Scheren hin, der uns den Finger oder... War der, hat er uns einen Finger abgeschnitten? Ja, ich glaube, ne? Der uns den Finger abgeschnitten hat, der hat uns hier mit dem Rollstuhl so lang gezogen. So, und wir durften mal kurz rausgucken, es hat geregnet und sind dann in dem Fahrstuhl verschwunden. Ja, an so einige Stellen kann ich mich doch noch erinnern. So, jetzt müsste ich aber mal gucken, wie wir hier rauskommen. Kann ich hier irgendwie klettern oder so? Ah ja. Okay.
Hallo. Zum Verstecken. Ach so, ist ein Schrank. Okay. Nicht gleich erkannt. Sorry. Aber wenn wir hier schon eine Versteckmöglichkeit haben, na dann Prost Mahlzeit. Wie hatte man denn die Batterien gewechselt? Ach je. R? Ah ja. Okay, das war mit R. Gut. So. So eine Batterie. Ich will Batterien. So viele, wie ich kriegen kann, bitte. Der ist wohl aus dem Bett gefallen und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Verzeiht mir, wenn ich das hier jetzt nicht ganz so atmosphärisch gestalte. Aber wenn ich so ein paar Scherzchen mache, ist es für mich auch ein bisschen leichter. Oh mein Gott. Da ist einer. Schmeckt's, Kollege? Ich habe auch irgendwie die Befürchtung, dass wir vor dem gleich abhauen müssen. Ach Mann. Schmackofatz. Lecker, lecker. Hallo. Der ist auf der anderen Seite. Oh mein Gott. Oh Gott, wir kommen hier aber nicht weiter, ne? Verdammt, oder? Hergucken. Er ruht sich gerade aus oder so. Keine Ahnung. Wäre schön zu wissen, ob wir jetzt hier in diese Tür reinkommen. Nein. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, jetzt hier lang zu schleichen. Wir müssen direkt vor ihm lang. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, lieb ihn weiter. Ich hab nichts gegen Liebe. Mach weiter so. Oh Gott, ey. Oh nee, Klos. Ich mag keine Klos. Da liegt eine Batterie, oder? Nicht gerade was gehört? Oh mein Gott. Nein. Aufstehen wollte ich. Oh nee, wie hat der blöde Ghost Rider oder wie das Vieh heißt? Diese Tür muss von den Handschellen befreit werden. I'm coming! Hold on!
Ist da jemand? Hallo? Nein? Auch gut. So, wir gesellen uns mal hier zu unserem Kumpel. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wir, ja, sehen uns dann im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Und ja. Ich hoffe, es lohnt sich, das Game hier zu spielen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, ihr Lieben. Und bis dahin sage ich Tschüss.